wir haben von der Schule aus ein Sozialpraktikum gemacht in der 10. Klasse. Und jeder konnte halt in eine Einrichtung gehen und entweder mit, ja, im Altersheim arbeiten, mit älteren Leuten, auch in der Dementgruppe, oder man konnte mit, im Behindertenheim mit Leuten zusammenarbeiten oder auch mit geistig behinderten Menschen. Ich habe erst überlegt, in die Psychiatrie zu gehen, das war mir dann ein bisschen zu gewagt. Und dann habe ich mich dafür entschieden, ins Altenheim zu gehen, weil das auch recht nah lag. Und mein Bruder war vorher in der Grundschule, die ihm anliegt. Das ist so eine Kombination, dass die Grundschüler auch mit den älteren Leuten zusammen zum Mittagessen, und ich fand diese Interaktive halt interessant und wollte gucken, wie das funktioniert. Ich war eine Woche in der Gemeinschaftsküche, da habe ich mitgeholfen. Da hatte ich jetzt weniger Kontakt mit den Leuten. Und in der zweiten Woche war ich in der Dementgruppe. Das war dann schon deutlich aktiver. Also ich musste halt mit den Leuten rausgehen, die mit dem Rollstuhl auch schieben, und mit denen halt Gespräche führen, zusammen spielen und zusammen essen. Und das war schon deutlich anstrengender, weil die Leute halt auch wirklich häufiger mal so kleine Austicker hatten, wo man dann selber ein bisschen überfordert war mit der Situation. Das war nicht einfach, aber die Pfleger haben dann halt einem auch ganz gut immer geholfen und gesagt, was wir jetzt zu tun haben in der Situation. Und man konnte auch mit denen ganz offen über alles reden. Ja. Also es war nicht ganz einfach, muss man ehrlich sagen. Es ist eine komplett andere Situation. Man wird so ziemlich aus seinem eigenen Alltagsleben rausgeholt. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Aber man muss bereit sein, sich dafür auch einzulassen und bereit dafür sein, auch Dinge auf sich zu nehmen, wo man selber vielleicht auch erstmal viel drüber nachdenken muss. Also ich musste danach häufig noch an dem Tag später darüber nachdenken, was heute passiert ist und was gut war, was vielleicht nicht so gut war und was ich da auch selber für mich rausziehen konnte. So ein bisschen. Also ich finde, das ist momentan total schwierig. Vor allem hört man ja auch immer, dass diese Berufe verhältnismäßig schlecht bezahlt sind und dass da diese ganze Diskussion darum ist, ob der Pflegerberuf generell, also der soziale Beruf, besser bezahlt werden soll. Ich finde das auch total schwierig. Aber ich habe auch schon mal überlegt, nach der Schule vielleicht ins Ausland zu gehen und da ein soziales Projekt mitzumachen, weil ich sowas eigentlich total spannend finde. Auch es geht mir auch ein Stück weit natürlich ums Ausland, um andere Sprache, um andere Menschen. Aber generell so eine Aktion mitzumachen, glaube ich, wäre schon cool.